Bitte haben Sie etwas Geduld. Wir verbinden Sie weiter. FAZ-Kipper? Guten Tag. Mit wem spreche ich jetzt? Mit Franziska Kipper. Sie sind jetzt in der Pressestelle gelandet. Ah, Pressestelle, das ist gut. Ja, ich versuche eigentlich, das ist das Einzige, eine Reaktion zu bekommen vom FAZ über das Buch von Udo Ulfgotte, Gekaufte Journalisten, wie Politiker, Geheimdienst und Hochfinanz Deutschland Massenmedien lenken. Ich habe schon, glaube ich, 10 Leute gesprochen jetzt und jetzt sind Sie dran. Und ich möchte einfach wissen, stimmt das alles, was der Herr Ulfgotte sagt, dass die FAZ eigentlich nur Lüge aufschreibt im Auftrag der Mächtigen der Erde wie Merkel und Obama und dass das alles eigentlich eine ganz schlimme Sache ist, oder ist der Herr Ulfgotte selber nicht ganz gut im Kopf und spinnt und wie ist das? Wie ist die Situation über diese Problematik? Also wir kommentieren das Buch von Herrn Ulfgotte gar nicht. Aber das geht über die FAZ und der Ulfgotte hat 17 Jahre beim FAZ gearbeitet. Wie dann ist das dann möglich, dass das Buch nicht kommentiert wird? Dann würde man sagen, ich meine, du bist auch, arbeitest auch in einer Journalistikorganisation, dass er dann Recht haben muss. Das würde man sagen, oder stimmt das nicht, meine Konklusion? Also wir, wie gesagt, wir kommentieren das Buch nicht. Warum nicht? Warum nicht? Ich meine, haben Sie sich mal, weil Sie es nicht tun. Ja, das habe ich schon gesagt, aber ich frage, warum tun Sie das nicht? Wir kommentieren das Buch von Dr. Udo Ulfgotte nicht. Schauen Sie sich mal an, was der noch... Das ist das dritte Mal, dass Sie das hier sagen, aber da frage ich, warum? Es ist ein Buch, das geht, Aber ist das, dann doch vielleicht der Fall, dass der Ulfgotte recht hat? Dass das der Grund ist, dass ihr nicht kommentieren will? Stimmt das oder nicht? Also wie gesagt, ich weiß, ich wiederhole mich, aber wir kommentieren das Buch nicht. Aber schauen Sie sich doch mal an, was Herr Ulfgotte sonst so veröffentlicht hat. Ja, können Sie da über etwas mehr sagen? Weil ich bin in den Niederlanden, ich weiß nicht alles davon. Vielleicht können Sie mich helfen, um die Herr Ulfgotte in Diskredit zu bringen. Oder das sagen Sie doch, dass der Herr Ulfgotte spinnt und dass er eigentlich nicht ein guter Journalist ist. Sagen Sie das dann? Nein, das sage ich nicht. Ein bisschen sagen Sie das doch. Nein. Das werde ich auch nicht offiziell sagen. Ich sage das gar nicht. Das haben Sie jetzt interpretiert in meine Aussage rein. Die offizielle Aussage, die ich Ihnen geben kann, ist, dass die FAZ sich nicht zu dem Buch äußert und das Buch von Herrn Dr. Ulfgotte nicht kommentiert. Aber welchen Eindruck denken Sie, dass das in die Außenwelt macht, wenn die FAZ, wenn ich dies jetzt publiziere, dies wird alles aufgenommen natürlich auf die Tape und ich mache das jetzt publik, und welchen Eindruck denken Sie dann, dass die Leute haben werden vom FAZ, wenn sie dies hören? Tja, was denken Sie dann darüber? Ich kommentiere das nicht. Ich habe Ihnen schon gesagt, wir kommentieren das Buch von Dr. Udo Ulfgotte nicht und dabei bleiben wir auch. Ja, ich verstehe das. Ich kann das auch verstehen von Ihrer Situation aus. Aber ich finde das auch eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, eine unglaublich schlimme Sache. Und das eigentlich unterstreicht dies, die totale Zerstörung der alten Massenmedien, die jetzt so korrupt sind und so total betrügerisch und lügerisch, dass sie eigentlich nicht eins mehr kommentieren können auf ein Buch, was über sie selber geschrieben worden ist. Das ist wirklich so unglaublich. Da kann man nur einfach die Kopf gegen die Mauer, das ist die Blödsinn. Das hat im Dritten Reich hat es das nicht gegeben, diese Situation. Das kann ich, obwohl ich in Holland bin, kann ich Ihnen das schon sagen. Diese Quatsch, diese totale hysterische Wahnsinn hat es damals nicht gegeben. Aber jetzt gibt es die. Wie ist das möglich? Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, als ich Ihnen schon gesagt habe, dass wir den Vorfall bzw. das Buch nicht kommentieren werden. Ja, ich verstehe das und ich akzeptiere das natürlich auch. Und dann verabschiede ich mich jetzt mit einer Warnung zu schicken, dass die Organisation FAZ zum Tode aufgeschrieben ist, weil dass sie jetzt total korrupt sind und betrügerisch ist bewiesen, nach meiner Meinung. Aber vielleicht denken Sie ganz anders darüber. Und ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch. Mehr kann ich nicht sagen jetzt. Danke gleichfalls. Okay, tschüss.